Ihr seid das Let's Play immer noch nicht überdrüssig. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht und wie ich mich mit Bardock schlage? Na dann. Herzlich willkommen zurück zu einem der weiteren Bonusparts hier bei Dragon Ball Z Burst Limit. Tja, im letzten Part haben wir uns noch etwas durch die Geschichte gefightet, könnte man sagen. Einmal in der Freezer-Saga, dann in der Cell-Saga. Dann haben wir endlich die Bardock-Parts. Ich sag schon wieder Parts. Die Bardock-Kämpfe freigeschaltet. Ja, und jetzt ist er irgendwie, also nach dem Sieg gegen Freezer ist er in einer Paralleldimension, Universum, wie auch immer gelandet, offenbar. Und jetzt macht er einen Zweikampf nach dem anderen Platz. Und der erste Antritt ist Krillin. Ja, es könnte lustig werden. Ja, wie gesagt, es könnte lustig werden. Für euch vielleicht, für mich eher weniger, denn Krillin ist echt nervig. Wir waren dann schon wieder. Okay, die Ball! Hey, Alter, ich habe auf X gedrückt! Das ist Abwehr, weißt du noch, Alter? Ich weiß, dass du vielleicht schon im Alter bist, aber. Der Alzheimer will ich hier nichts wissen, ganz ehrlich. Sonst werde ich sauer! Bitte geht doch. Ups! Na toll! Was? Oh! Das war ja so ein Angriff! Scheiße! Tja, das hast du davon. Wer hat dir gesagt, dass du pausieren und nicht ausholen darfst? Jo, jo! Ist ein kleiner Gaship oder was? Oh, oh. Ups! Alter, ich will ja nicht verlieren! Okay, irgendwie funktioniert der. Ja, bitte, jetzt geht's wieder! Ich dachte schon, der Verfolgungsangriff funktioniert nicht mehr. Das wäre vielleicht eine Scheiße gewesen. Okay, teleportieren sich ein bisschen. Gut. Immerhin trifft er auch. Und vermöbelt den Namen Krillin. Das kann nicht so schlecht aussehen. Das war beim ersten Mal, als ich das Spiel durchgespielt habe, ein bisschen anders. Dann hier noch eine kleine Info. Ich spiele Dragon Ball Z Burst Limit erst zum zweiten Mal. Wow. Wieso ich jetzt nicht geblendet wurde? Kein Schimmer. Und neutralisieren schnell! Nö, natürlich, diesmal nicht, wieso auch? Tschüss, Mann! Ups! Hab ich das Dreieck im Kreis gedrückt? Wenn ich das geschafft habe, keine Ahnung. Klar. Nichts, Krillin! Ups! Wow, jetzt wäre ich fast abgerutscht, ey. Meine Hände sind so. Schwitzig, nein, rutschig. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Hey, Bardock, Abwehr! Scheiße, mir geht das Ki aus. Was ist denn jetzt los? Das ist auch billig. Bardocks Ki erhöht sich. Ja, sonst waren die Namen ja eigentlich. Stärke. Ja, sonst waren die Namen ja eigentlich noch recht einfallsreich. Aber hier gerade? Nein! Ich glaube, diesen Kampf dürfte man wohl als einen ultimativen Fail bezeichnen. Was im Henker war das gerade? Hey, ich hätte Krillin noch einmal treffen müssen, dann wäre er down gewesen. Mann, ey. Dann spiele ich da hinten so rum und ich denke, der gewinnt sowieso nicht mehr, wenn ich ein bisschen posen und so, ich ein bisschen unterhalten und dann so eine Scheiße, dann verliere ich auch noch. Das ist auch eine Premiere, weil sowas Peinliches ist mir jetzt bisher noch nie passiert. Nämlich in dem Spiel nicht. Aber es ist ein anderes Thema. So, Krillin, du hattest deinen Spaß, Zwerg. Ich bin sauer. Voller Tatendrang. Yeah. Doch nicht mitten in meinem Angriff. Was ist los heute, hey? Ja, klar, ich stand hinter ihm. Warte, würde sie bitte? Natürlich nicht. Mann, das war jetzt. Ja, das ist der Scheißangriff. Ups. Na gut, hab zumindest getroffen. Ich hab doch gesagt, du sollst aufpassen, wenn du mit mir kämpfst. Scheiß schon wieder. Alter, aufpassen.
Wieder schon da! Denkst du noch? Tja, diesmal kannst du vergessen, ey. Schon wieder auf den Flick rein. Ja. Die Hälfte des Kamehamehas habe ich zwar nicht berührt, aber ist ja egal. Gut gespielt. Er ging gerade mitten durch. Ah. Oh, da fällt mir gerade was ein. Wisst ihr noch was? Ganz genau, den habe ich noch gar nicht gemacht. Danke, Krillin, dass du meinen Angriff unterbrichst. Du hast sonst nichts Besseres zu tun. Kleiner Nervenzwerg. Jetzt heißt wohl alles oder nichts. Ja, ja, schon gut. Ja, so war ich von aus, Mann. Das war jetzt mal Profi-like. Alter Falter, sowas hat er auch noch nie geschafft. Da muss man mit jemand anderem verwechselt haben. Aber noch keine diese Kleidung. Hä, woher kennst du die? Scheiße. So sieht es also aus. Ja, was hat er jetzt geordnet? Ich spüre eigentlich starke Kämpfe in der Nähe. Irgendwie erinnert mich das gerade an die Szene mit Raditz. Ich werde hier einfach nur etwas Spaß haben und die Leute ein bisschen umbringen. Ich meine natürlich einfach gegen sie kämpfen und sie bewusst losschlagen, weil es mir dann so Spaß macht. Das soll nach einer behaupten, Dragon Ball Spiele seien nicht pädagogisch wertvoll. So viel dazu. Sorry, Frosch im Hals. Und die Erwartung im Hals, aber was? Oh, nein! Nein! Scheiße. Veteranenkrieg gegen Saiyajin Prinz. Ach du Scheiße. Jawohl, das dürfte noch etwas interessant werden. Bardock gegen Vegeta und Vegeta dürfte Bardock eigentlich wiedererkennen. Hm. Das ist jetzt für mich gerade wieder die Frage wegen dem Vergleich von den Kampfkräften. Nee, nicht ganz. Bist du Bardock? Das habe ich gesagt, er erkennt ihn wieder. Mhm. Aber er sollte tot sein. Ist das wegen der Dragon Balls? Wieso, hä? Hat sich jemand gewünscht, dass Bardock wieder zum Leben erwacht? Nun, deine Stärke ist ganz schön beeindruckend. Zum Aufwärmen bist du perfekt. Hä? Nach Vegetas Kleidung zu urteilen, sind wir gerade nach der Freezer-Saga, also müsste Vegetas Kampfkraft auch über 1 Million sein. Bardock ist bei weitem nicht so stark. Naja. Mal sehen, was recht Vegeta so drauf hat. Also, bisher ist er nicht besonders beeindruckend, wa? Ja, okay. Er ist sauer, das verstehe ich gut. Was ist das für eine Hintergrundmusik? Das macht doch gar nichts mehr. Völlig beeindruckt, dass ich einen Aura-Modus drauf habe, wieso auch immer. So selten ist der jetzt auch wieder nicht. Ups. Mein Fehler, nicht aufgepasst. Mann. Mann, das Spiel leckt! Kaspersky, hör auf mit dem Scheiß! Oh oh. Der Aura-Modus ging mal voll in die Blöten. Man, halt jetzt endlich mal still, Vegeta. Ich will dich doch nur verprügeln. Was ist daran so schwer zu verstehen? Okay, er will nicht gut. Mit Gewalt. Alter! Ach, mich häng ich nervös, ey! Ups. Wie das aussieht. Was? Ja klar, weich nur aus. Nimm das! Okay, also wie er dem Angriff jetzt rein logisch gesehen ausweichen konnte, kein Schimmer. Ist gar nicht möglich, was er da fabriziert hat. Okay, das allerdings ist nicht möglich. Mann! Ich bin hier gegen Vegeta, das darf nicht wahr sein! Das ist auch nicht, tja. Angriff, einen anderen Angriff ausprobieren. Ja, zum zweiten Mal. Yeah, es funktioniert sogar. Ist das geil oder was? Ach, hier Vegeta Platin. Yeah. Und zum dritten Mal. Yeah. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ein Unterklasse-Krieger macht einen Saiyajin-Prinz platt. Ja, Moment mal, die Szene kennen wir doch schon.
Es ist geschafft, du Abschaum! Oh, er beleidigt Gokus Vater, da wird dies aber keine Freude haben. Ups. Ja, war schneller! Angie Badge! Wupp! Ups, kein Ki mehr, scheiße! Jetzt wollte ich teleportieren, aber ich habe gar kein Ki mehr dafür. Alter, sonst hast du keine Sorgen. Au! Oh. Mann, nicht ihm auf die Nase, es tut doch weh! Yeah! Was zum Henker? Ja, was ist das mal? So schlecht bin ich auch wieder nicht. Obwohl ich gerade ein bisschen am Verlieren bin, aber ist ja egal. Voll daneben, ey. Er kann ausweichen und Würfe machen. Ich kann es nicht. Hallo, es geht. Tschüss, Mann! Ultimate Finisher KO! Ja, den Satz lege ich so. Und Vegeta küsst wieder mal den Boden. Ja. Staubsauger Deluxe, sage ich dazu nur. Wie konnte ich geschlagen werden? Ein niederen Krieger. Und jetzt muss ich Staub fressen. Tja, sieht so aus, als könntest du gerade noch stehen. Naja, mehr oder weniger. Das ist beeindruckend. Also denke, lasse dich leben. Kämpf nochmal gegen mich, wenn du stärker bist. Na, was für ein unlogischer, ja, bist egal. Das macht dir Fun. Irgendwie, irgendwo. Macht das Ganze Fun, das ist doch so. Hm? Naja. Hat sich einigermaßen gereimt. Was Kriegerrasse jetzt verfügbar? Jetzt bin ich gespannt. Kommt jetzt schon der Fight gegen Goku? Weil dann könnte ich das Ganze noch in diesen Part einbinden. Jawohl! Geil, Mann! Kapitel 20 Kriegerrasse, Bardo gegen Goku! Stimmt gegenüber Vater und Sohn, wer wird gewinnen? Rein logisch gesehen natürlich der Sohn, also Goku, aber wir sind hier in einem Spiel und ich steuere Bardo, also gibt's nur einen Sieger. Bardo, okay. Ja, naja, ob es wirklich so ist. Soweit ich mich noch erinnere, war doch Goku hier ein Super Saiyajin, oder nicht? Ich bin nicht mehr ganz sicher, Freunde, ganz ehrlich. Gott, bist du das wirklich? Weil du nämlich Sato geworden bist. Der Sohn eines niederen Kriegers, ja. Über 20 Jahre sind vergangen. Goku ist erwachsen geworden und alles, aber Bardock. Mein einziger Vater, ey. Und wer bist du? Na, na. Na, na. Also gerade auf die beiden haben gar nicht dasselbe Stimme. Ups. Da habe ich im letzten Part gesagt, dass Bardock für mich irgendwie die gleiche Stimme hat wie Goku, aber. Mir holt mein Wort. Einmal schnell. Es ist die Börsli mit Muck im Hintergrund. Cool. Guck mal, verdammt viel Energy, hey. Okay, Kaioken, das sieht nicht so gut aus. Der war voll daneben. Mann, lass deinen alten Herrn nicht so dämlich dastehen, so ne Mann. Also was ich aber hab. Tschüss. Reingelegt. Yeah. Ja, so geht das! Vater gegen Sohn, um dieses ganze Let's Play zu beenden. Nein, natürlich noch nicht. Ich will danach noch mit dem Kampf mit Broly weiter. Ich werde mal den hier gewinnen. Mann, also Goku hat eine Abwehr hier. Mann, ich kann nicht mehr reden. Abwehr, das ist nur unglaublich. Okay, so eine Mann, geh Nuke schon. Jetzt bist du dran, hey! Ups. Wie konnte der sich jetzt ablocken? Hä? Wisst was? Versuche ich mal was Neues. Das soll überhaupt nicht funktionieren, wieso sollte es auch? Hey, der macht meinen Angriff hinaus, unglaublich. Mann! Ich war gerade dabei! Verfluchte Scheiße. Ich komm nicht durch! Das reicht's aber, ey. Genug gespielt! Meine Güte! Wow! Ganz ruhig, so ne Mann, ja? Ja! Erstaunst du! Küss den Boden! Oder auch nicht. Was meck war das gerade, Bardock? Kannst du mal vernünftig angreifen, ey? Ganz ruhig, ja? Ganz ruhig! Ja, siehst du?
So schlecht bin ich auch nicht. Hier runter. Sieht nicht gut aus. Kacke. Okay, normale Angriffe bringen nichts. Wow, 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 wow. Nimm das, Mann! Voll in den Rücken. Wow, dann wieder zu nahe. Ich hab Berührungsängste. Das ist leider eben noch so. Hey, ich mach Breakdance. Und da war ich aus. Wieso greift er jetzt nicht an? Ja, Teleport! Wieso macht er jetzt so eine Katze, wenn ich da gerade... Mann! Wer zum Teufel hat dieses Spiel programmiert? Der hat Logikfehler drin, das ist nicht zum Aushalten. Na gut, Goku freut sich, typisches Saiyajin, Stolz, Saiyajin Blut, wie auch immer. Wow. Hey, das war nicht logisch! Jetzt hätte ich ihn treffen müssen, wäre natürlich einfach eine Cutscene, oder? Er hat ganz schnell gemacht, beziehungsweise ihn wieder sich ausgeruht und so. Wow. Mann, hör mal auf mit dem Scheiß, ey! Das so, Mann! Mann, ey! Wow! Ja, da! Der war übel! Der war fies! Der war sonst was! Aber das wird spannend! Das wird spannend! Scheiße! Der spannend wollte ich gar nicht mehr werden lassen! Und ich fange schon an zu singen. Sorry dafür. Ich weiß, mein Gesang ist in davon. Rennen. Aber dafür wieder Full Energy? Ja, Full Energy! Mann! Oh, war das knapp, hey! Alter Falter! Wow, er ist stark! Gott sei Dank hat er nicht den Super Saiyan rausgehängt, Mann! Uff. Das wäre übel geworden. Ups. Zurückgefreut. Scheiße. Geben einen Schritt zurück. Ein bisschen mehr Mimik, bitte. Du warst nur ein Baby mit einer Stärke von 1. Niemand hat gedacht, dass aus dir mal was wird. Hä? Das der offiziell hat er eine Kampfkraft mit 10 als Baby. Okay, das ist entweder ein Übersetzungsfehler oder ich bin falsch informiert, je nachdem. Wir kämpfen eines Tages wieder, irgendwo. Hä? Wie ist er jetzt so schnell weggekommen? Ist das ein Jenseits oder so? Keine Ahnung. Langzeit zum Abschluss! Und genau auch zum Abschluss des Partes. Der legendäre Super Saiyan Broly. Oh yes! Was war das gerade? Ups, zu schnell gedrückt. Scheiße, nicht gesehen. Sorry, Freunde. Was ist passiert? Ganz genau, jetzt sind wir doch in der Cell-Saga. Zoom, zoom. Saiyajin-Saga. Komplett abgeschlossen. Freezer-Saga. Mit den drei Bardock. Vier Bardock-Kämpfen. Sorry. Ach, komplett abgeschlossen. Jetzt gibt es dann noch vier Kämpfe mit Broly. Die waren übel, hey. Oh nein, gegen Krillin. Und genau der war so übel. Na gut, nicht nur der, auch der gegen Gohan war übel. Wieso? Das seht ihr im nächsten Part bei Dragon Ball Z Burst Limit. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen, obwohl ich teilweise entweder dann ziemlichen Mist. Jetzt wollte ich echt sagen, einen ziemlichen Mist zusammengeschwafelt habe. Aber egal, einen ziemlichen Mist zusammengeschwafelt habe. Oder auch ziemlich, ja, mich wie ein Anfänger bekloppt habe. Naja. Ich hoffe, im nächsten Part wird es etwas spannender. Obwohl es ja danach aussieht, als würde es noch peinlicher werden. Und vielleicht ist es auch schon der letzte Part. Nur mal, wenn alles gut läuft. Also dann, ciao zusammen!